Gestern Mittag ist eine schockierende Nachricht durch die Fußballwelt gegangen. Durch Leaks soll wohl bestätigt worden sein, dass der Superstar Robert Lewandowski, der aktuelle Stürmer des FC Barcelona und ehemaliger Stürmer des FC Bayern, positiv auf Steroide getestet worden sei. Das Ganze soll sich wohl 2022 nach einem Spiel von Bayern gegen die TSG Hoffenheim ereignet haben. Twitter ist natürlich sofort am Brennen und fordert die Sperrung von Robert Lewandowski, was natürlich auch völlig gerechtfertigt wäre, wenn es denn stimmen sollte. Zum aktuellen Zeitpunkt steht einfach noch nicht fest, ob das Ganze real ist oder eben Fake News. Deswegen habt ihr hier in diesem Video mal meine Meinung zu dem Thema. Ihr könnt natürlich euch, beziehungsweise ihr sollt natürlich eure eigene Meinung bilden. Ich werde euch natürlich, wie gesagt, nur meine Meinung zu dem ganzen Vorfall hier schildern. Also nagelt mich am besten im Nachhinein nicht drauf fest, falls es vielleicht doch irgendwie rauskommen sollte, dass das Ganze wahr ist oder eben nicht. Ich bin jetzt kein Prophet, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass das Ganze hier Fake News sind. Denn ich denke mal, vielen schlauen Füchsen wird aufgefallen sein, dass das Ganze gar nicht durch die Doping-Agentur, durch die NADA, also die National Anti-Doping-Organisation, sondern durch eben einen Leak von russischen oder weißrussischen Hackern eben geleakt wurde. Ich meine, würde das Ganze stimmen, würde es ja jetzt nicht im Nachhinein rauskommen, sondern die NADA hätte, denke ich mal, sofort gehandelt und sofort den Stürmer gesperrt, wie es eben zum Beispiel bei Vuskovic vom HSV passiert ist. Der wurde ja positiv auf EPO getestet. Die NADA hat ja auch eben direkt bei Paul Pogba gehandelt, der letztes Jahr eben für 4 Jahre gesperrt worden ist, weil er eben positiv auf Testosteron getestet wurde. Also warum das Ganze nicht bei Robert Lewandowski? Das Ganze hört sich schon sehr, sehr komisch an, wenn man ehrlich ist. Und vor allem auf Twitter kommen die komischsten Verschwörungstheorien zustande. Es gibt Leute, die wirklich glauben, dass bei Bayern tatsächlich sowas rumgehen würde und dass viele gedopt haben. Als Beweis hat man wohl angefügt, dass Goretzka ja so eine krasse Transformation hatte oder auch Davies, wo ich sagen muss, Lewandowski hat halt einfach schon einen kranken Körper gehabt, als er noch bei Dortmund gespielt war. Und das war vor über 10 Jahren. Da hatte er auch sogar den Spitznamen Mr. Buddy und sowas. Also der war damals auch schon krass unterwegs. Und ich glaube nicht, dass Robert Lewandowski wirklich über 10 Jahre lang Steroide eingenommen hat. Das würde wahrscheinlich schon auffallen. Aber dann gibt es auch andere Experten, die glauben, gerade weil es russische bzw. weißrussische Hacker geleakt haben sollen, beziehungsweise geleakt haben, wäre die Quelle dadurch besser? Also ich meine, habt ihr überhaupt in den letzten 3 Jahren Nachrichten geguckt? Russische Hacker machen das seit 3 Jahren wirklich, oder schon deutlich länger bewusst. Wer die Doku von Simplicissimus auf der ARD noch nicht gesehen hat, der sollte sich das unbedingt reinziehen. Das ist wirklich extrem guter Content zu dem Thema. Und anscheinend soll genau die gleiche Hackergruppe, die beispielsweise auch die US-Wahlen oder die deutschen Wahlen versucht haben zu beeinflussen, eben auch hier an die Daten gekommen sein und die eben auch geleakt haben. Jetzt fragen sich natürlich einige, warum leakt man sowas? Naja, ich meine, der Zeitpunkt ist ziemlich passend, denn die Olympischen Spiele sind ja erst diesen Monat zu Ende gegangen. Ja, Russland bzw. Weißrussland, die waren eben nicht Teil der Olympischen Spiele, die wurden vom IOC ausgeschlossen. Wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine durften eben keine russischen Sportler bzw. keine Sportler unter russischer bzw. belarussischer Flagge teilnehmen. Deswegen kann man schon gut davon ausgehen, dass hier einfach eine Schmutzkampagne gegen Athleten aus Polen gestartet wird. Vielleicht wird ja noch mehr geleakt in den nächsten Tagen. Ich glaube allerdings, dass Robert Lewandowski seine Karriere über clean war. Robert Lewandowski hat sich seinen kranken Körper einfach über, ja, schon über ein Jahrzehnt aufgebaut und ich glaube einfach nicht, dass da mit irgendwelchen, ja, Dopingmitteln gearbeitet wurde, gerade auch weil der Mann bei 3 absoluten Top-Vereinen gespielt hat und das über so eine lange Zeit. Also ich glaube, das wäre schon deutlich früher rausgekommen. Aber schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Thema rein. Glaubt ihr auch, dass Robert Lewandowski unschuldig ist? Beziehungsweise er ist natürlich unschuldig, solange nichts anderes bewiesen wurde. Dadurch wird nicht so ein angeblicher Leak irgendwas ändern. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Zukunft, ob vielleicht doch sich noch irgendwas in diesem Fall ändert, ob Lewandowski vielleicht doch gesperrt wird oder sonstiges. Schreibt mir trotzdem gerne eure Meinung in die Kommentare. Seht ihr es ähnlich wie ich oder sagt ihr, nee, ich glaube, er hat gedopt? Dann gerne noch natürlich mit Begründung oder angeblichen Beweisen in die Kommentare damit. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Checkt auf jeden Fall gerne meine anderen Plattformen ab, falls euch das Ganze gefallen hat. Twitch ist auch mittlerweile unten verlinkt. Ich werde bald anfangen zu streamen, deswegen schaut da gerne mal vorbei. Wir werden auf ganz entspannt ein bisschen FM streamen, bald dann auch EAFC 25, wenn es rauskommt. Und generell einfach so ein bisschen Just Chatting Stuff, einfach so neben diesem ganzen Fußballding. Vielleicht ein paar Watch-Alongs zu ein paar Spielen, deswegen checkt das gerne ab oder folgt mir auch auf Instagram und auf Twitter, um nichts weiteres mehr zu verpassen. Und ja, dann würde ich sagen, Dankeschön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Und dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.